Es herrscht enormer Zeitdruck. Am 1. Januar 2014, also in 9 Monaten, wird die volle EU-Freizügigkeit auch für Bulgarien und Rumänien gelten. Das betrifft auch Ihr Ministerium. Guten Abend, Herr Minister Friedrich. Guten Abend. Was tut die Bundesregierung im Moment, um den Kommunen bei der Bewältigung dieser Probleme zu helfen? Es gibt mehrere Ansätze. Zum einen führen wir Gespräche mit Bulgarien, Rumänien, mit den Regierungen. Ich werde die Innenminister in 2 Wochen bei der Ratssitzung treffen. Die Länder müssen dafür sorgen, dass ihre Menschen daheim ordentliche Verhältnisse haben, sodass sie keinen Grund haben, nach Deutschland zu kommen. Nun, darf ich da gleich einhaken? Ja. Das ist ein Programm, das schon vor 5 Jahren aufgelegt und gefordert wurde. Und offensichtlich hat sich in der ganzen Zeit nicht genug getan. Warum soll sich jetzt was tun? Völlig richtig. Also das Aktionsprogramm, das erste, gibt es schon seit 2001. Da sind viele Dinge vorgesehen, die bis jetzt nicht umgesetzt worden sind, nicht ausreichend. Wir müssen darauf drängen, dass das passiert. Denn wir geben eine Menge Geld an die Europäische Union zum Zwecke auch der Hilfe für die Länder in Osteuropa. Und das muss auch entsprechend dann auch genutzt werden. Wir zahlen nicht zweimal. Nicht einmal über die Europäische Union und ein zweites Mal durch Sozialleistungen hier. Aber das ist ein bisschen spät geworden, nicht wahr? Also 2007 wurde das letzte solche Programm angestoßen. Und in den 5 Jahren ist auch nicht genügend passiert. Und jetzt ist die Situation in Duisburg so, wie wir sie gerade gesehen haben. Und in 5 Jahren wird es eher noch, oder in 9 Monaten wird es eher noch schwieriger sein. Richtig, deswegen gibt es eine zweite Schiene. Es gibt eine Bund-Länder-Kommission, die von den Sozialministern eingesetzt ist, die sich damit befasst, wie man sowohl das Leistungsrecht als auch die Frage der Gesundheitsleistungen beispielsweise behandeln kann und wie wir Missbrauch bekämpfen können. Und das ist eigentlich der entscheidende Hebel. Wir müssen den Missbrauch von Freizügigkeit bekämpfen. Das wird der Schlüssel sein zum Erfolg. Was wollen Sie da konkret unternehmen? Denn EU-Bürger dürfen selbstverständlich nach Europa kommen. Und die Bulgaren und Rumänen sind alle miteinander EU-Bürger mit vollen Rechten in wenigen Monaten. Also es kommen sehr viele Bürger, auch aus Rumänien und Bulgarien, zu uns, um hier zu arbeiten, zu studieren. Aber es gibt eine bestimmte Zahl, die nur hierher kommt, um Sozialleistungen zu bekommen. Das können wir nicht akzeptieren. Wenn ein solcher Betrug nachgewiesen werden kann, und das ist Aufgabe auch der Behörden vor Ort, dann kann man die Ausreise dieser Person verlangen. Das heißt, diese Menschen müssen jetzt massenhaft ständig polizeilich überwacht und gefilzt werden quasi, daraufhin, ob sie mit lauteren Motiven kommen oder nicht. Die meisten würden ja gerne arbeiten, wenn man sie nur ließe und ihnen eine Chance gäbe. Also man hat jetzt die Möglichkeit, Betrug zu bekämpfen, verbessert, indem man das Freizügigkeitsgesetz entsprechend geändert hat. Wir haben ein großes Problem, nämlich wenn man die Menschen wieder heimschickt nach Osteuropa, dann können sie sofort wiederkommen und das darf nicht sein. Wir müssen es erreichen, dass diejenigen, die heimgeschickt werden, weil sie hier betrogen haben, weil sie hier vielleicht auch Dokumente gefälscht haben, eine Einreisesperre nach Deutschland bekommen. Und das wird etwas sein, was wir auf europäischer Ebene gemeinsam besprechen müssen. War es ein Fehler, Bulgarien und Rumänien so in die EU reinzulassen vor 5 Jahren, wie das geschehen ist? Also ich meine, dass es zu früh war. Das stellt sich jetzt heraus, dass die Länder offensichtlich noch nicht so weit waren. Aber das hilft ja nichts. Sie sind jetzt Mitglied der Europäischen Union und jetzt müssen wir mit dieser Situation umgehen. Und wenn man feststellt, dass es da Schwächen gibt, dass es Mängel gibt, die nicht vorhersehbar waren, dann muss man da neu miteinander reden, neu miteinander verhandeln. Das tun wir auf Europäischer Union. Wäre es nicht höchste Zeit, Deutschen auch zu sagen, es ist so, wie es ist. Die Bulgaren und Rumänen sind in der EU. Langfristig ist das gut für alle, aber kurzfristig werden enorme Kosten entstehen, sowohl in Deutschland als auch in den Heimatländern, wo wir helfen müssen, damit die Menschen dort eine bessere Zukunft haben. Und die Tatsache müssen wir nun ins Auge sehen. Nein, sehen Sie, Herr Kleber, ich glaube nicht, dass wir den Steuerzahlern in Deutschland sagen können, ihr müsst zweimal zahlen. Einmal über die Europäische Union, denn wir zahlen Milliarden in die Kassen der Europäischen Union und ein zweites Mal über unsere Sozialsysteme. Das wird Sprengstoff für Europa geben und das werden auch unsere Kollegen auf europäischer Ebene akzeptieren müssen und einsehen müssen, dass da Handlungsbedarf ist. Was passiert, wenn nichts passiert? Wird nicht dann auch in deutschen Städten unter Umständen in Problemgegenden, wie wir sie im Film gerade gesehen haben, ein Nährboden für Rechtsextremismus entstehen, der Sie als Innenminister dann wieder beschäftigt? Nein, wir arbeiten an einer Lösung des Problems. Wie gesagt, es gibt eine Arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialminister, auch die zwischen Bund und Ländern, auch das Innenministerium, auch der Städtetag ist eingebunden. Wir gehen gegen Leistungsmissbrauch vor. Wir überlegen, wo es Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden Gesetze gibt. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Problem lösen werden. Aber wie gesagt, notfalls muss es auf europäischer Ebene härtere Bandagen geben mit dieser Frage. Und das wollen Sie alles in 9 Monaten schaffen?
Naja gut, also zunächst mal haben wir diese 9 Monate Zeit und dann muss man sehen, wie man mit der Situation umgeht. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir sehr schnell dazu kommen können, auch Wiedereinreisesperren für diejenigen, die betrügen, lügen, Dokumente fälschen, auch sehr schnell umsetzen können. Die Ansicht des Innenministers. Danke, Herr Friedrich.